Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Vida XL Mähroboter Garage. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Mähroboter Garage für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Mähroboter Garage unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, viele Leute fragen sich, brauche ich denn so eine Garage für meinen Mähroboter überhaupt? Hierzu muss ich in erster Linie sagen, dass alleine die Anschaffung von einem Rasenmäherroboter eine pure Luxusangelegenheit ist, ja? Wenn man sich schon einen Mähroboter anschafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einiges an Kapital auf der hohen Kante hat und dann kann man sich das natürlich auch gönnen. Warum aber sollte man dann im selben Atemzug an der Behausung für den Mährobo sparen? Das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, denn wie ich dieses Angebot hier beurteilen kann, bietet diese Mährobo-Garage viele, viele Vorteile. Insbesondere der Schutz für den Mähroboter wäre hier natürlich zu nennen. Denn wer hat schon Lust darauf, jedes Mal seinen Robotermäher in die Garage oder in den Keller zu tragen? Die Dinger sind ja auch tatsächlich ziemlich schwer, also je nach Modell, ja. Aber grundsätzlich, ja, haben da, glaube ich, mal wenig Leute Lust drauf, denn bei der Anschaffung von einem Rasenmäherroboter geht es ja gerade darum, dass du dir Arbeit sparst, ja. Ansonsten könntest du dir auch einen normalen Rasenmäher kaufen. Deswegen würde ich dann hier wirklich bei der Unterbringung für den Robo nicht sparen. Zumal mir dieses Angebot der Mähgarage hier in der Tat gut gefällt, insbesondere die Ausstattung, die eben vor allem für den Schutz des Mährobos sorgt. Außerdem passt sie auch optisch, wie ich finde, gut in moderne Gartengrundstücke. Aber die Optik, das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen, gar keine Frage. Da kann ich kein ultimatives Urteil abliefern. Ich kann lediglich die ja, Ausstattung sozusagen dieser Mährobo-Garage bewerten. Und die gefällt mir wirklich sehr gut für den Preis, ja. Also was du hier an Schutz für den Mährobo bekommst, das kann ich wirklich positiv bewerten. Den Preis würde ich als fair einschätzen, aber auch das muss natürlich jeder Gartenfreund für sich selber beurteilen, gar keine Frage. Ich wollte nur meinen Punkt klar machen, ja. Wenn man sowieso eine etwas teurere Anschaffung für das eigene grüne Paradies macht, nämlich einen Rasenmäher-Robo, ja, was purer Luxus ist, aber viele Leute vergessen das irgendwie, ja, dann sollte man natürlich bei der Garage jetzt nicht am falschen Ende sparen, ja. Man würde ja denken, hey, für ein einziges Zubehörteil für den Mährobo ist das recht teuer, aber ich finde, der Preis lohnt sich. Eben insbesondere wegen dem Schutz des Mährobos. Deswegen kann ich das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Mährobo-Garage als positiv bewerten. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Ratgeber weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zur Mähroboter-Garage werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.